Na, du Affe? Na, du Effin? Na, Affina heißt das, ja? Affina? Okay. Affina. Sag mal, so ganz unprofessionell, Stefano, wir haben. Ja, ja, und zwar genug davon. Ach so. Nur Planken haben wir keine mehr. Ich habe 17 in meiner Tasche. Na, dann ist ja gut. Ich pack jetzt mal alles, was ich habe, da rein. Also übrigens, hallo liebe Zuschauer und so. Ja, hallo YouTube. Mhm. Was ist der Plan? Wir dümpeln weiter planlos übers Meer. Oder hast du einen anderen Plan? Ja. Also, selbst, ich weiß nicht, was uns erwartet, wenn ich jetzt den Computer einschalte und wir weiterfahren. Und jetzt die Batterie alle. 282. Haben wir den Anker geworfen? Ja. Oh. Na, die Richtung dahin war ja gut, oder? Ich glaube, die Richtung war relativ gut, oder? Ja, weißt du, was ich brauche? Licht. Eine Axt. Planke, Seil, Schrott und Bolzen. Das würde ich gerne erstmal machen. Warum haben wir denn den Anker geschmissen? Vermutlich, weil wir hier stehen bleiben wollten, damit die Zuschauer nichts verpassen, wenn wir näher zu dem Bing hinfahren. Weil das ist ja hier die Maschine mit dem Bing, die ja Monty Python kennt. Monty Python, ey. Das war meine Kindheit teilweise. Ah, hier sind noch Haiköder. Was war das noch? Planke, Seil? Hier haben wir noch Seil. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung zurechtkommen. Du auch? Ja, das ist nicht immer so leicht, gell? Aha. Warte mal, die Planken. Bolzen. Okay. Oh, hier ist so viel Plastik. Was? Ja. Ja, warum ich so viel Plastik habe? Ja, das weiß ich doch nicht. Weiß ich nicht, was in deinem Gehirn vor sich geht. Es wird hell. Geh weg von mir. Ja, warum habe ich so viel Plastik? Naja, wenn du den Anker einholen würdest, dann könnten wir auch eigentlich, ich bin irgendwie heute ein bisschen planlos. Es tut mir total leid. Ja, was ist, wenn der Anker mich einholt? Naja, wenn er dich nicht holt, hol ich dich. Du bist zu langsam, du holst mich nicht ein. Mhm. Oh Gott. Also heute bin ich irgendwie so ein bisschen so... Ich drücke auch immer die falschen Knöpfe, das ist auch super. Das gefällt mir nicht. Also Essen sieht ja gut aus, aber habe ich hier dann noch irgendwie... Oh, das esse ich mir jetzt mal rein, doch. Ich habe doch noch so viele Fische. Hast du wieder Nahkontakt gemacht? Nein. Ich dachte, Otto ist da. Otto. Nee, nachdem wir jetzt momentan quer zu unseren Netzen segeln, um dem Bing zu folgen. Da hinten! Da hinten! Da hinten! Da ist was. Und da willst du hin. 207, 206, ja! Eieiei. Wir sind doch gar nicht fertig angemalt. Ich weiß nicht, was da passiert. Hör zu. Was macht denn das für einen Eindruck, wenn wir da fertig angemalt ankommen? Selbst wenn wir da... Oh! Du hässliches Gerät, ey. Selbst wenn wir da jetzt ankommen, ja? Und wir uns da umschauen, heißt es nicht, dass wir das Spiel jetzt beenden müssen. Wir sind noch lange nicht fertig. Außerdem, es wird noch so viele Updates geben. 133.
Ich mache mir doch keine Sorgen wegen den Updates oder dass wir dann nichts mehr zu tun hätten oder so, sondern dass, wenn da außer mir noch anderes intelligentes Leben ist, das ist schon wieder eifersüchtig. Was das für einen Eindruck macht. Okay, ich gehe mal zum Anker. Wie kommt man darauf? Das werden wir sehen. Vielleicht lässt uns ja jemand eine Leiter runter. Kannst Hallo? Hallo? Was? Du krankes Schwein, kannst du jetzt mal bitte direkt drauf zusteuern? Ich steuere seitlich erstmal daneben, damit ihr dann gerade drauf zusteuert. Ah. Oh Gott! Die haben Glasfenster! Schmeißt du den Anker, weil sonst brechen wir uns also zu spät. Oh, Otto! Verpiss dich! Können wir ihm nicht einen Haiköder schmeißen und rüberschwimmen? Können wir machen. Ich wollte eigentlich Pfeile bauen und schießen. Dann werfe ich einen Köder rein und du erschießt ihn. Ja, das Problem ist, jedes Mal, wenn er gepiekt wird, schwimmt er ja weg, die Feige. Ich habe keine Planken mehr drin. Ich habe unten in die untere... Da, genau. Aber da ist doch gar keiner. Ach, die haben uns noch nicht gesehen. Hallo! Wuhu! Die Prügelprinzessin ist da. Glaubst du, die zeigen sich jetzt wirklich? Also ganz bestimmt nicht. Versteck dich mal. Gib dich mal weg vom Fenster. Hallo, hallo, ich bin's. Die wissen genau, dass ich dabei bin. Ich bin alleine. Du, entweder hören die uns nicht oder die pennen. Ich werfe jetzt den Köder und schwimme rüber. Hast du Pfeile? Nein, habe ich nicht. Ja, dann so, musst du dir welche... Beine. Ach, wo ist Adel? Da, musst du auch, dass wir steinreich sind. So. So, wo ist das Kackvieh? Da, er kommt. Okay. Tschüss, ich schwimme rüber. Oh. Oh, hier unten ist auch noch eine Tür, aber hier ist nix. Oh, hier ist Schrott. Ja, ich sammle hier gerade Schrott, das ist ja auch alles schön und gut, aber ich will ja auch jetzt nicht krepieren. Tja, ich habe Otto gepiekt. Hast du schön gemacht, okay. Aber wie, da kommt man ja nicht rauf, oder? Was ist das denn für eine Verarsche? Sag mal! Hier ist nichts, da kommt man nicht oben drauf. Ach, natürlich kommt man da oben drauf. Muss gucken gehen. Stefano? Hm? Hier ist nichts. Doch, da ist bestimmt was. Nein. Hier ist ein Telefon. Ja, dann ruf meine Mama an. Sag ihr, dass du ganz gemein zu mir wirst. Ich scheiß da grad drauf, ey. Also nicht auf deine Mama, sondern... Stefan, hier ist nix. Da kommt man nicht hoch. Du hast doch keine Ahnung. Extra rüberkommen, damit du hochkommst. Toll, ich fahre mir jetzt wieder irgendeine Scheiße ab, aber eigentlich sollte ich das nicht tun. Nein, man kommt da nicht rauf. Wir müssen näher ran mit dem Boot auf die andere Seite hier rüber und dann darauf springen. Anders geht's nicht. Weil da kann man viel... Was ist das denn für eine Verarsche, ey? Drogen ist gewöhnungsbedürftig. So, ich hab Otto nochmal gepiekt. Wo ist er denn? Gerade untergetaucht. Also, wir müssen auf die andere Seite. Und von hier aus darüber springen. Oh, ich sollte mal was essen und trinken. Guck mir das mal an. Keine Ahnung. Halt doch deine Klappe, ey. Du bist so unnötig manchmal. Ich hab doch gerade getrunken. Was soll denn sowas?
Ja, und? Warum liegt da der Haiköder unbenutzt, unberührt? Weil Otto sauer auf mich ist. Ja, ist das ein Wunder? Oh, ich bin so extrem durstig. Ich bin hier nur am Essen. Ach so, wegen, weil ich rohen Fisch fress. Oh, das ist natürlich, das ist natürlich richtig scheiße. Okay, ich muss den Fisch durchkrumpeln. Na, verdorri nochmal. Wen, was macht er jetzt? Ach so, er frisst den Haiköder, alles klar. Dann wird die Prügelprinzessin aber richtig böse. Na gut, dann, Wir müssen auf die andere Seite. Schaut so aus. Ich muss meine Flossen ausziehen. Ich habe nicht mehr Füße, wenn ich runterguck. Also ich drehe einmal das Segel. Ja? Kannst du bitte einmal den Anker lichten? Mal schauen. Oh, du Arschkopf, ey. Ach, der schießt aber weiter, Bogen. Was macht es denn jetzt? Bleib am Anker. Ja. So, schmeiß den Anker mal. Ja, schmeiß ihn mal. Hä? Nein! Was ist denn hier los? Ja, das zieht uns alles ein bisschen zurück. Oh, das ist aber scheiße. Da komme ich jetzt aber nicht mehr rüber. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen vorsegeln und... Ja. Okay. Weiter geht nicht. Sonst schmeiß den Anker. Dann zieht's uns wieder zurück. Jetzt schmeiß ruhig. Ich bin drüben. Ach, und ich soll dann wieder hier bleiben, oder wie? Nein, spring doch! Ja, ja, klar. Wie unfähig. Stefan, hier gibt es nichts. Hier lebt niemand. Aua, 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 aua. Ich bin hier fast halb tot, ey. Arsch, ey. Ich nicht. Selber schuld. Ich habe einen Pfeil in mir stecken. Ich nehme den mal auf, das ist meiner jetzt. Hier, warum gibt es denn hier ein Signal? So, komm jetzt rüber. Otto hat was abgebissen. Ja, dann beißt ihm auch was ab. Ich komme da jetzt nicht rüber. Ich kann da gar nicht rüberkommen. Doch. Aber warum lebt ihr? Warum haben wir denn hier ein Signal und dann gibt's hier kein Kackding, ey. Kann man hier nicht wohnen bleiben? Ah, ich sollte mal die Flossen ausziehen. Oder auch nicht. Mein Hund schnarcht. Stefan, es ist langweilig ohne dich hier. Komm jetzt rüber. Ich will ans Telefon gehen. Hier ist eine Lampe. Es ist so frech. Wie blöd ist das denn hier? Ja, wie blöd ist das denn hier? Ja, das mit dem Anker, der uns dann 5 Kilometer zurückzieht, ist lästig. Jo. Besonders, wenn man das Floß alleine in Position bringen muss, möchte. Auch das ist machbar. Aber hey, ich bring die Planken mit. Da drüben wird Strom produziert. Ich komme mir ein bisschen verarscht vor, muss ich dir ehrlich gestehen. Ja, ist schwierig mit dem einen Segel da jetzt wieder dichter ranzukommen.
Du bist ja richtig arschweit weg. Soll ich mal rüberschwimmen zu dir und dir helfen? Dann komme ich aber nicht mehr rüber. Willst du mir denn helfen? Ein Paddel oder wie? Ich habe gar kein Paddel. Ja, und ich habe nicht mehr genug Zeugs, um eins zu bauen. Ich guck mal, was es hier noch an Ressourcen gibt. Und dann darfst du dich gerne umschauen gehen. Ja, ich komme ja nicht hoch, weil... Naja, dann springen halt und so, ne? Ja, Mann! Hier ist nicht viel und wo... Ich bin jetzt oben drauf. Da oben... Ach, da oben ist diese Anlage. Toll. Meine Kopfhörer geben gleich auf. Wie komme ich denn darauf? Au. Oh Gott. Scheiße. Hier gibt's nix. Das ist eine Verarschung. Das ist keine Verarschung. Da wohnt bestimmt wer. Schlafen, es ist ja Nacht. Vorhin war es nicht Nacht. Ja, aber wie kommt man da denn oben drauf? Du machst es doch gut. Ja. Bist doch wieder nur am Rumpissen, weißt du? Gibt's hier nicht eine Leiter? Jetzt haben wir ordentlich angelegt. So macht man das hier als. Kann ich ja nichts für, wenn du so doof bist und das nicht geschissen kriegst. Ach, halt doch die Klappe. Was soll das denn hier für ein Raum sein, ey? Da kommt man nicht rauf. Ich habe einen Fisch in der Hand. Ich will dann nach ganz oben zu diesem Sensor da. Nicht Sensor, zu dem Satellitendings. Ja, dann nimm halt die Treppe. Wieso Treppe? Da muss man von da drüben rüber balancieren. Ich hole mir jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Oh, meins. Na. Bevor er gleich wieder rum... Haha. Bevor er gleich wieder rummosert, fülle ich lieber nochmal Wasser auf. Sonst kriegt der alte Typ gleich einen Nervenzusammenbruch. Ja, voll das reine Jump'n'Run hier. Das ist voll die Verarsche da drin, ey. Ich sag dir das. Da ist nichts los. Durstig, bevor... Doch, die sind da oben. Die sind nicht da oben. Oh, ich muss jetzt einmal irgendwie, das ist ja sowas von unprofessionell, weil meine Kopfhörer gleich leer sind. Hier liegt noch Schrott. Und ich habe sicherlich nicht alles mitgenommen. Ein Kunststoff. So. Hallo, ist denn hier wer? Das sind Tische. Alles umgekippt. Otto frisst unser Dings auf. Ich lasse ihn jetzt. Errungenschaft freigeschaltet. Expert Survivor. Okay. Was hast du denn so expertiert? Kann ich nicht. Ach, warte mal. Kann ich von hier darauf balancieren? Aha. Und dann? Wie bist denn du darauf gekommen, du Asi? Na, ich hab die Treppe genommen. Welche, die da rüberspringen auf die Treppe? Ja, genau. Oh Mann! Jetzt verdurste ich. Ich glaube, ich muss jetzt gleich wieder runter. Ja, geh doch, ist mir doch egal. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Ist there Utopia? Utopia, da ist gar nichts, da ist nichts, Mann. Ja doch, ich hab doch die Karte hier. Ich will da jetzt auch rauf. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ja, danke fürs Zuschauen. Ja, tschüss. Verpiss dich, ey. Tschüss. Tschüss, liebe Freunde. Euch mag ich. Tschüss.